Trotz jahrzehntelanger Aufklärung und medizinischem Fortschritt sind Menschen mit HIV und AIDS noch immer Vorurteilen und Ausgrenzung ausgesetzt. Der Kampf gegen Stigmatisierung ist deswegen auch heute noch eine zentrale Aufgabe für die AIDS-Hilfe in Bielefeld. Die meisten wissen nicht, dass Menschen, die gut therapiert sind, nicht mehr infektiös sind. Weil das könnte sehr dazu beitragen, dass die Diskriminierung abgebaut wird, weil die Menschen nicht mehr als Gefahrenquelle wahrgenommen werden. Was bedeutet ein positives Testergebnis? Diese und andere Fragen werden bei den kostenlosen Beratungsgesprächen in den Räumlichkeiten der AIDS-Hilfe beantwortet. Auch die Schaffung niederschwelliger Angebote sind ein wichtiger Teil der Arbeit der AIDS-Hilfe. Das ist einer von drei Spritzenautomaten, die wir als AIDS-Hilfe Bielefeld hier in der Stadt aufgestellt haben. Und hier können halt Drogengebraucher und Drogengebraucherinnen saubere Spritzen ziehen und auch Care-Sets, damit sie hygienisch auch konsumieren können. Mit der Tierpension Hotel für alle Fälle startete die AIDS-Hilfe bereits 2005 eine Beschäftigungsmaßnahme, die langzeitarbeitslosen Menschen mit und ohne HIV die Möglichkeit bietet, sich in artgerechter Tierpflege zu qualifizieren und so ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Ich würde das jedem raten, wirklich das auch zu machen, weil es gibt einem wirklich so viel Kraft, so viel Liebe. Es macht einfach unheimlichen Spaß.